Beleidigt nicht. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir untereinander uns respektieren. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Genau. Wir wissen ganz genau, wenn wir das Evangelium, wenn wir über das Evangelium reden, Leute, dann müssen wir die Wahrheit sprechen. Denn der Herr sagte selber, fügt kein Wort hinzu in das Evangelium. Denn der Herr, als er am Kreuz gegangen ist, ja, und als sein Fleisch gestorben ist, hat er selber gesagt, ja, es ist vollbracht, ja, das Evangelium ist vollbracht, also fügen wir hier nichts hinzu, ja, ist ganz wichtig, Leute. Deswegen, wir dürfen das Evangelium nicht verdrehen, sondern wenn wir etwas nicht verstanden haben, lesen wir es mehrmals, wenn wir das Evangelium nicht verstanden haben, wir lesen es mehrmals. Flex, Ja, mein grüß dich, mein Lieber. Bruder. Also ich habe hier, wenn jemand nicht weiß, was überhaupt der Heilige Geist bedeutet, Nein, ja? nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen, bloß nicht sagen. Alles gut. Okay, alles klar. Nein, nichts sagen, nichts sagen. Alles gut. Alles klar. Alles gut. Ja, alles gut. Weil die Muslime wissen ja selber laut ihren Schriften nicht mal, was Heiliger Geist ist. Ja? Wenn wir in die Sure 2, Vers 87 gehen, keiner weiß, was Heiliger Geist ist. Der Heilige Geist kommt in deren Schriften vor, aber die wissen nicht, was Heiliger Geist ist. Warum? Warum? Also die haben ein Buch und die wissen aber nicht, was Heiliger Geist ist, laut den Koranschriften. Wer ist denn Heiliger Geist? Dschibril, schreibt einer. Ja, müsst ihr hochkommen und dann können wir reden. Ja, aber Dschibril steht nicht dort. Sonst würde dort steht Dschibril, der Heilige. Richtig. Wir lesen kein Dschibril da drinne. Das ist der Wahnsinn. Wir lesen kein Dschibril. Also in Sure 2, Vers 87, wir lesen kein Dschibril. Ist jetzt Dschibril Heiliger Geist? Ja, bitte kommt hoch und erklärt uns das. Ne? Ich küsse eure Herzen. Ne? Bitte, bitte respektvoll bleiben. Ja? Solange keiner da ist, sprechen wir mal. So, Leute, heute sprechen wir über das. Der Vater legt Zeugnis ab von seinem Sohn, Leute. Ja, in den Johannes Kapitel 5, Vers 31. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Denn ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, dass er von mir bezeugt. Und ihr habt zu Johannes gesandt. Und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an. Hört zu, Leute. Sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Ja? Der Herr nimmt kein Zeugnis von einem Menschen an. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Denn er und der Vater sind eins, Leute. Er tut alles durch den Vater. Er tut alles durch den Vater. Warum? Der Vater hat den Sohn die ganze Vollmacht übergeben. Über Himmel und Erde. Ja? Was heißt das denn wohl? Wer ist dann Jesus Christus? Wenn der Vater Jesus Christus die ganze Vollmacht über Himmel und Erde gibt, wer ist dann Jesus? Gute Frage, Leute. Hä? Sorodes, ich küsse dein Herz, Bruder. Und Gad, ich küsse dein Herz, Bruder. Also fragen wir uns jetzt, wer ist dann Jesus? Wenn der Vater den Sohn die ganze Vollmacht gibt über Himmel und Erde, Leute, da habt ihr schon eure Antwort. Und dann fragen wir uns eigentlich, ja, da kommt jemand 100, 200, 300, 400, 500, 600 Jahre später, ja, da kommt einer 600 Jahre später und will uns sagen, dass unser Evangelium falsch ist. Ja, anhand was legt er es fest, dass unser Evangelium falsch ist? Wer hat ihm das denn gesagt, dass das Evangelium falsch ist? Anhand was legt ihr fest, dass das Evangelium Gottes falsch ist? Denn fragen wir uns eigentlich, was hat denn Gott 600 Jahre gemacht? Hat er geschlafen? War in seinem Bett? Hat er goldene Pantoffeln gehabt? Ja, was machen wir da jetzt, Leute? Also ich glaube, schiitische Quellen hat Allah Locken und goldene Sandalen. Ja, was machen wir da jetzt? Hat er jetzt in diesen 600 Jahren geschlafen? Was hat er gemacht? War er alt, dass er nicht mehr aufstehen konnte und erst nach 600 Jahren? Was machen wir denn da, Leute?
Oh man. Wahnsinn. So, dass ich küsse dein Herz, Bruder. Naja, das ist schon ein schwieriges Thema, ne? Aber schauen wir mal. Ne? Und bitte respektvoll bleiben, ja? In der Liebe. Allah hat tatsächlich ein Bett, ja. Laut Überlieferungsquelle hat Allah ein Bett, ja. Haben wir auch schon gelesen. An seinem Thron oder sein Bett. Das ist Dahabi. Da gibt es eine Quelle von Ardab Dahabi oder wie das heißt, glaube ich. Irgendwie so. Rede nicht so viel Mist über die Schiiten schlecht. Rigalali, ich rede nicht schlecht, aber laut eure Quelle hat Allah gelbe Schuhe und hat Locken. Ne? Also, das ist nicht meine Quelle. Das ist die Quelle, die kommt von wo ganz anders. Ja? Also, das ist nicht meine Quelle. Das sind schiitische Quellen. Ne? So, das, ich küsse dein Herz, Bruder. Voll am Eskalieren hier. Ne? Ja, meine Lieben. Ne? Was machen wir da jetzt? Wer ist der Heilige Geist laut Koran? Sehr, sehr schwierig, ne? Die Muslime haben heute Angst. Was ist denn los? Schwierig, ja? Also, Leute, wenn wir jetzt in den Galater-Vers reingehen, okay, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, hat jemand eine Anfrage geschickt nochmal. Nehmen wir mal den hoch. Hoffe, der bleibt respektvoll, ne? Ja, hallo? Bitte, bitte respektvoll bleiben und Na ausreden klar, na lassen, ja? klar. Alles Ja, mit bitte, Respekt und so bitte, alles. bitte, bitte respektvoll bleiben, ja? Natürlich. Okay, Okay, weil wenn du reinredest oder so, dann muss ich dich gleich runtersetzen. Sorry, ne? alles gut, alles gut. Okay, Okay, ich würde kurz einmal auf diese eine Sache eingehen, bezüglich, wer ist der Heilige Geist im Islam? Darf ich anfangen oder? ich würde erstmal so machen, hast du überhaupt den Koran vor dir? Ob ich einen Koran vor mir habe? Ich Ja, habe einen ja. Koran vor mir. Okay, hast du ihn jetzt gerade in der Hand? Ich kann ihn ich kann aufmachen, ist kein Problem. Okay, dann mach mal auf. Sure 2, Vers 87. Warte, Sure Wenn 2, du nicht Vers. weißt, wenn du nicht weißt, wie der Vers heißt, ich kann ihn dir auch gerne geben. Das ist die Kuh, die Ja, Al-Baqarah, Al-Baqarah, die Kuh. ich weiß das, kein Problem, das Okay, weiß jeder. die Kuh. Okay, Die Kuh Al-Baqarah. tamam. Ja. Okay, hörst du mich? Ja, ne, man hört mich. 87, tamam. Ja, lese uns das mal bitte ganz laut vor. Tamam, okay. Aber danach darf ich auch was sagen, ne, dazu? Gerne, gerne, gerne. Alles Tamam. gut. Solange du respektvoll Und bleibst, ist wir alles gaben gut. bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen und wir gaben Isa, dem Sohn Mariams, die klaren Beweise und stärken ihn mit dem Heiligen Geist. War es nicht so, dass jedes Mal, wenn euch Juden ein Gesandter etwas überbrachte, etwas neu gingen, nicht entsprach, ihr euch hochmütig verhieltet, indem ihr eine Gruppe der Gesandten der Lüge bezichtet und eine andere Gruppe tötet? Okay, Tamam. stopp. Jetzt, genau, stopp. So, jetzt, da sind sehr viele Sachen ja in diesem Vers genannt worden. Ne? Also ist ziemlich krass, ne, was wir da lesen. Die Frage ist jetzt, wir gehen jetzt eins nach dem anderen. Die Frage ist, wer ist denn Heiliger Geist? Wer der Heilige Geist ist? Jibril. Ja, wer ist denn dieser? Jibril. Jibril? Ich werde, kannst du mich kurz groß machen, bitte? Ich zeige dir Beweis. Ja, ist alles gut. Ich mach dich groß, ja. Tamam. Also, Warte kein kurz, ich mache Problem. kurz einmal kurz Sura auf. Warte. Aber ich möchte, dass du mir gut zuhörst. Also, ich frage dich noch einmal, bevor du diese Sure aufmachst. Ist der Heilige Geist wirklich Jibril? Bist du dir da ganz Ja, sicher? das 200%. Verwechselst du das vielleicht nicht eventuell gerade? Nein, nein, tue ich nicht. Allah, guck. Okay, Hier, gerne, Sura gerne. An-Nahl 102, Sura 16, die Biene. Tafsir von Ibn Kathir. In Ja. den heiligen Koran brachte der Heilige Geist der Gabriel. Oh. Ja, aber Und wer lies ist mal weiter und Gabriel? okay. Und wer ist Gabriel? Auf Arabisch Jibril. Was machen wir denn jetzt? Okay, bist du fertig? Ob ich fertig bin, natürlich.
Okay, dann mach ich mich wieder groß. Taker, warte, Taker. Ich mach kurz weiter. Kleinen Moment. Okay, bist du damit fertig oder willst du noch was Ja, ich bin hinzufügen? fertig. Ich habe dir bewiesen, dass es damit Jibril gemeint ist. Okay, alles klar. Ich mache mich wieder groß und dann, okay, dann frage ich dich, was sind denn die Dreifaltigkeiten? Was die Dreifaltigkeiten aus der christlichen Sicht oder aus der Nein, nein, islamischen Sicht? wirklich, wenn wir jetzt Heiliger Geist nehmen und das übersetzen, was Heiliger Geist heißt, ja, was heißt denn Heiliger Geist übersetzt? Ruh al-Qudus. Okay, das heißt? Heiliger Geist, Ruh al-Qudus. Okay, übersetz mal das Wort Heiliger Geist. Was ist denn Heiliger Geist übersetzt? Heiliger Geist, Ja. übersetzt auf Arabisch heißt Ruh al-Qudus oder Nein, Ruhana, nein, auf Ruhul Deutsch, auf Amin, Deutsch. Was Al-Ruh. ist die Bedeutung? Warte, immer langsam. Alles gut, alles gut. Es ist Hey, keine ich bin doch Hektik. langsam, alles gut. Okay, keine Hektik, alles gut. Also, wenn wir jetzt das Wort Heiliger Geist übersetzen, ja, auf Deutsch, wenn wir das Heiliger Geist nehmen, Heiliger und Geist, ja, wenn wir das übersetzen, kommt daraus die Dreifaltigkeiten. So, jetzt frage ich dich, ja, ist Jibril Vater, Sohn, Heiliger Geist? Nein, aber wir reden ja nicht über die Christentum. Nein, wir reden hier Wir jetzt reden ja über den insgesamt. Islam. Insgesamt, wir wollen nur das Wort Heiliger Geist. Wir reden nicht vom Christentum. Alles gut, beruhig dich. Alles gut. Wir reden nicht vom Christentum. Alles gut. Christentum stellen wir mal komplett zur Seite. Ne? Alles gut. Weil ich Also, weiß doch, Heiliger laut Geist, Markus 12,29, da darf wird ja ich die drei reden? Heiligkeit. Darf ich Natürlich, reden? aber Okay, ja. okay. Also, ich weiß nicht, was die Gelehrten sich dabei gedacht haben, überhaupt den Namen Jibril überhaupt da einzutragen. Aber wenn du das Wort Heiliger Geist nimmst, ja, und die Definition nimmst von Heiliger Geist, ja, fragen wir uns jetzt, ist Jibril Vater, Sohn, Heiliger Geist? Ja oder nein? Wir reden über den Islam. Nein. Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Bitte, Ist sie nochmal. nicht. Nein, Das ist sie ist nur nicht. eine Ja- oder Nein-Antwort. Guck mal, ich stelle Nein, dir die ist sie Frage nicht. nochmal. Ganz, ganz Nein. gechillt, ganz gechillt. Bitte, ganz gechillt. Okay, du machst Kaffeepause, ja? Bist du da? Nein, ich habe kurz eine Nachricht bekommen. Nein, sind sie nicht. Ich habe Nein gesagt. Ah. Okay, warte, Moment. Also, Wir reden hier über den nochmal. Islam und nicht über die Bibel. Guck mal, aber du verstehst doch die deutsche Sprache. Ist doch alles okay, oder? Ich verstehe die deutsche Sprache. Okay, kannst du die deutsche Sprache sehr gut? Ja. Okay, Sonst hätte okay, ich nicht mit okay. dir geredet. Alles klar. Hast du Nachricht von Hamdi oder so bekommen oder ist Wer ist alles okay? Hamdi? Wer ist Okay, Hamdi? alles gut. Okay, nicht so schlimm. Alles gut. Oh Ich mein frage Gott, nur. was für Hamdi, bitte. Guck mal, wenn du Nein, willst, nimm mal den alles Ball gut. gegen Rayan an, bitte. Du flüchtest seit Jahren vor Rayan, bitte. Darf ich bitte. Wollen wir jetzt vom Thema springen oder ist alles okay? Ist alles Nein, aber okay? bitte, warum wechselst du jetzt Thema? Gehst du auf Hamdi ein? Was hat er gemacht? Darf ich jetzt reden oder nicht? Nein, weißt du, natürlich, rede doch. Okay, danke schön. Okay, also wenn wir das Wort, die Definition von Heiliger Geist nehmen, ja, wir wollen jetzt mal auf einer wirklich theologischen Ebene mal reden zusammen. Okay, so, Heiliger Geist, so. Heiliger Geist ist die Definition von den Dreifaltigkeiten, so. Also das heißt also, ist Jibril Vater, Sohn, Heiliger Geist? Ist sie nicht? Nein. Okay, und wie kommt ihr dann drauf, dass der Heilige Geist Jibril ist, wenn die Definition von Heiliger Geist Vater, Sohn, Heiliger Geist ist? Isa wurde doch mit dem Heiligen Geist gestärkt. Also warum wird dann Isa, der in euren Schriften mit Jibril gestärkt? Hä? Erstens, Wurde du Isa von verwechselst Allah da was. gestärkt oder wurde Du Isa von Jibril verwechselst gerade gestärkt? Christentum Warte, mit du redest Islam. mir Du machst rein. das Bitte, zusammen. ganz kurz. Aber Bitte du. nicht Okay, reinreden. rede, komm. Bitte nicht Komm. reinreden. Bitte. Wurde Isa von Allah jetzt gestärkt oder wurde Isa jetzt von Jibril gestärkt? B bitte, Von kannst Allah du, kannst du. natürlich, von wem sonst? Ja, aber hier steht Jibril. Also von wem wurde er Wo? jetzt gestärkt? Worüber redest du jetzt? Oh je, oh je, oh Rede je, mal, oh guck. je, oh Guck, je, guck, oh guck. je, oh je, oh Kul je. nazallahu Nein, du musst mir ruhul zuhören, du hörst mir nicht zu. kitabihi. Islam, bitte hör mir kurz zu, bitte, ganz Ja. kurz. So, du hast gesagt, Heiliger Geist, also hier, wir haben hier 180 Zuschauer. Ich habe gesagt, Okay? der Heilige Geist ist Jibril. Ich habe dir Beweise Darf gebracht. ich, darf Habe ich dir von bitte, ihm kassiert. darf ich bitte reden? Ja, natürlich darfst du. Grüß schon die Okay, ganze Zeit. danke. Also du hast ja vor 180 Zuschauern gesagt,
Der Heilige Geist ist damit gemeint, Djibril. Ich habe gesagt, Ja, okay. Jetzt 100% frage ich zweihundert. dich, warte doch mal, oh Mann, du redest mir rein. Darf ich überhaupt reden oder nicht? Hey, du redest doch schon die ganze Zeit. Ja, aber du redest mir immer rein. Ich komme hier gar Okay, nicht mehr dann zu rede ich. Wort. Moment, dann rede ich. Okay, also ich wiederhole mich nochmal. Vor 180 Leuten hast du ja gesagt, jeder ist mein Zeuge hier. Ja, hast du gesagt, Djibril, also dieser Heilige Geist, damit ist Djibril gemeint. Du hast mir jetzt die Quelle gezeigt. So. Und ich habe dich jetzt gefragt, also das heißt also in der Schrift von Sure 2, Vers 87, Isa wurde mit Djibril gestärkt. So, und jetzt habe ich dich gefragt, wurde Isa mit dem von Allah gestärkt oder von Djibril? Du hast dann jetzt gerade eben gesagt, vor ungefähr 1,5 Minuten, Allah. Also wer jetzt? Allah oder Djibril? Über welche Vers redest du jetzt? Über Wir reden immer noch von denselben 178? Vers. Oh ja, ist Hey, du sprichst anstrengend, ganz ja. halt wie ein Fliege von A nach B. Nein, nein, das ist immer noch dieselbe Natürlich. Frage. Guck mal, du meintest ja, wir sollen beweisen, wer der Heilige Geist ist in Islam. Und ich habe dir die Quelle gebracht. Fertig. Ich Oh kann nicht den Mann, Koran oh von mir Mann. selbst auslegen. Ich gucke, was mein Rechtsschulen das sagen. Okay, ich Ich kann wiederhole nicht mich. selber irgendwie, Okay, wir reden nicht über die alles Bibel. gut, alles gut. Ich küsse dein Herz, alles gut, Okay, alles gut. eine Ich küsse Frage an dein Herz. dich. Wieso wusste nicht Da. Jesus, dass er gekreuzigt wird? Warum springen wir jetzt vom Thema? Warte doch, wir Hey, wir sind auch sind doch noch gar schon nicht fertig. Ich habe fertig. dir bewiesen, Jalla. Ich habe Nein, du bewiesen. gehst auf meine Fragen doch gar nicht ein. Oh mein Gott, ich habe dir doch einen klaren Vers aus Koran Darf gebracht von ich? Tafsir ibn Kassir, von den. Okay. Reicht dir das nicht? Nimm mal bitte das Wort Heiliger Geist und übersetz mal die Definition Heiliger Geist. Mach das mal an deinem Laptop. Egal wo. Kannst mir egal von welcher Quelle. Willst du mir jetzt sagen, was der Google weiß, was der Heilige Geist ist? Ja, weil eure Gelehrten Jahils sind. Die wissen nicht mal, was Hey, Heiliger red mal Geist ist. vernünftig. Ich dachte mit Respekt. Okay, tut mir leid. Tut mir leid. Ich Tut mir dachte mit leid. Respekt. Okay, tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Weil ich kann auch Also, Steak ich will. sagen, aber ich sag das nicht, bitte. Okay, tut mir leid, tut mir leid. Also nochmal. Okay, alles gut, tut mir Da, leid. guck. Ruhu, ja, Heiliger Geist. Ja, alles gut, alles gut. Das ist aber nicht das, was ich möchte. Ja, Ja, du hörst du mir wolltest doch zu? Beweise haben, bitte, ich bitte dich. Was brauchst du denn noch? Oh ja, er ist anstrengend, ja. Nimmst du Egal, kein Hadith alles ab? gut, alles gut, alles gut. Ich küsse dein Herz, alles gut. Er ist ein Jahil, er ist ein Jahil. Er weiß nicht, was Heiliger Geist ist. Die Definition, wir reden von der Definition von Heiliger Geist. Egal, danke, danke. Ich küsse dein Herz, danke, dass du da warst, ja. Danke, dass du da warst. Alles gut, alles gut. Ja, bei allem Respekt, bei allem Respekt. Das ist nicht böse gemeint, ja. Also man kann mit ihm keinen Dialog führen. Alles gut, alles gut. Hallo? Servus, Bruder. Ja, servus, mein Lieber. Was können wir denn für dich tun? Also wir haben hier drei Sachen und das sind heute die Themen. Wir können gerne drüber sprechen. Du kannst ja auch selber daraus dir drei Sachen raussuchen, das ist gar kein Problem, dann sprechen wir drüber. Einfach ein ganz normales Dialog, respektvoll und ohne, dass wir uns beleidigen, ja? Überhaupt kein Problem. Okay, Und okay. zwar, ich bin seit einer kleinen Weile hier. Und ich höre mir zu, was ihr gerade da sagt. Also ich Okay. finde, dass der Bruder Islam dir die Antwort schon gegeben hat, aber du bist ja mit dieser Antwort nicht zufrieden. Na, nein, das Ding ist, ich erkläre dir mal. Wenn wir das Wort Heiliger Geist nehmen, Ja. er sagt Djibril, aber die Antwort Djibril, wie kann Djibril der Heilige Geist sein? Kann Djibril Menschen leben? Also kann er Menschen wieder vom Toten, kann er die Toten wieder auferwecken, der Djibril? Kann das nur Gott oder kann das Djibril? Das kann Gott, aber Aha, also Problem wie ist kann es gekommen. sein, dass Warte, dann Djibril der Heilige lass Geist mich ist? bitte Warte mal reden. kurz, warte, bitte. Eine Sekunde, eine Kann, Sekunde. Du kann, darfst dann reden, du darfst dann kann, reden, bei allem Respekt, ja. kann. Also, Heiliger Geist, du hast doch gesagt, derjenige, der nur Leben einhauchen kann und Tote auferwecken kann, ist Gott, richtig? Stopp, dann darf ich da jetzt was sagen? Ja, aber es ist nur eine Ja- oder Nein-Antwort und dann Nein, will nein, ich dir nein. kurz sowas sagen, weil ich bin noch nicht Man fertig. kann deine Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich Ich und habe. du können wir das nicht. Aber wenn Gott dir diese Gabe gegeben hat, dann kannst du's. Bitte, bitte, das war eine ganz normale Frage. Ja. Ist Gott der Einzige, der Tote auferwecken kann, ja oder nein? Das ist nur eine Ja- oder Nein-Frage. Das ist Ja oder Nein, kommt drauf an, in welchem Kontext. Ja,
Gott, nur Gott kann das. Aber wenn Gott, zum Beispiel, Gott hat Jesus, er ist Al-Islam, diese Gabe Oh gegeben. Mann, oh Mann. Darf ich einfach deine Frage beantworten? Du gehst aber auf meine Frage gar nicht ein. Ich werde auf jeden Fall auf deine Frage zurückkommen, wenn ich darf. Ja, aber das, was du sagst, das zählt doch gar nicht. Gott ist doch der Einzige, der Leben, der Tote auferwecken kann. Warum sagst du jetzt jemand anders? Alles klar. Ich beantworte die Frage, wer ist der Heilige Geist, ja? Moment, Moment, wir wollen Nicht nicht von von dem Ibn Kathir. springen. Der Bruder Moment, hat Bruder, gesagt Bruder. von Ibn Kathir. Ich beantworte das vom Bruder, Koran Bruder, selbst. Bruder, Bruder, warte, warte, bitte, bitte, bitte. Alles gut. Ich will, dass wir auf einer theologischen Ebene sprechen und Kein auf Problem. wirklich ein sauberes Dialog führen. Okay, guck. Wir bleiben jetzt bei dem Thema Heiliger Geist. Meine Frage war an dich. Das ist eine ganz normale Frage. Ja. Ist Gott der Einzige, der Tote auferwecken kann oder noch jemand anders? Nur Gott. Okay, also warum wird dann Jibril als Heiliger Geist bezeichnet? Weil der Heilige Geist ist derjenige, der Leben einhauchen kann und Tote wieder auferwecken kann. Also kann das Jibril auch oder wie? Also das heißt, Jibril ist wie Gott oder wie jetzt? Nein, das ist ja das. Du vertrittst nur deine Idee, nur dein Okay, Verstanden, okay. ohne uns also reden zu lassen. Okay, was ist dann Heiliger Geist für dich? Der Heilige Geist ist Jibril, a.s. Okay, Und ich danke. Du hast beantworte gesagt, dir die Jibril, Frage das ist vom eine gute Koran. Antwort. Das ist eine gute Antwort. Ich akzeptiere das. Okay, gute Antwort, Jibril. Wollen Du wir sprichst das doch Wort oder. Arabisch, oder? Ich spreche kein Arabisch, wir reden hier in Deutsch, weil wir sind in Deutschland. Ja, es geht nicht darum. Ich wollte dir einen Vers vom Koran auf Arabisch lesen, damit du verstehst, warum wir sagen, dass das Jibril ist. Okay, Und ich bin. darf ich jetzt reden? Aber du redest die ganze Zeit, genau wie der Bruder Islam gesagt hat, du lass uns gar nicht reden. Okay, ich stumm mich, okay? Ich stumm mich und dann rede zu Ende. Alles gut. Es tut mir leid, ja? Nein, ist kein Problem, weil ein Dialog ist geben und nehmen. Du Okay. redest nur und du lass uns ja nicht reden. Okay, es tut mir leid. Ich lass dich reden, ja? Ich stumm mich, ich stumm mich. Brauchst du dich nicht stummen? Du kannst auch mitreden. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, dass die 200 Leute, die jetzt mitgucken, auch Arabisch lesen können und verstehen können, weil ich leider keine deutsch übersetzte Koran jetzt gerade in Hand habe. Deswegen werde ich jetzt diesen Vers von Surat Maryam, wenn man also wenn man also die Wahrheit will, man findet die Wahrheit, aber wenn man nur spekulieren will, wird man natürlich die Wahrheit nicht finden. Und zwar, wir gehen zu Surat Maryam und wir gehen zu Vers 19. So. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ثقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت إني أع... قالت إن إني أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا Er hat gesagt, ich bin der Gesandte deines Gottes. Jibril, Rohana, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn als Roh, als Geist bezeichnet, Rohana, weil er seine Gesandte ist. Und Jibril ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, an was ihr glaubt, das ist ganz andere Sache. Ich habe den Vers gelesen, du kannst jetzt auf jeden Fall auch drauf reagieren, ist kein Problem. Okay, danke. Darf ich reden? Natürlich. Okay. Dann kannst du mir bitte die Definition von Heiliger Geist bitte sagen? Ich stumm mich auch, ja? Ja? Die Definition, nur die Definition. Wir nehmen nur das Heilige Geist raus. Wir Ja. lassen mal das Christentum weg. Wir lassen alles mal weg. Und nur die Definition Heiliger Geist. Was heißt Heiliger Geist? Guck mal, die Definition von Heiliger Geist, ich kann dir meine Definition geben, aber mit meiner Nein. Definition willst du ja nicht einverstanden sein. Nein, wir wollen eine theologische Sache hier ansprechen, und zwar Heiliger Geist. Laut das, was wir wissen, was ein Heiliger Geist ist, weil das kommt ja vom Christentum und das kommt ja bei euch vor. Heiliger Geist kommt ja vom Christentum und nicht von euch. Heiliger Geist kommt ja vom Christentum. Das kommt bei euch in den Schriften vor, Heiliger Geist. Und deswegen frage ich dich, übersetzt mal das Wort Heiliger Geist, also die Definition von Heiliger Geist. Was ist Heiliger Geist?
Guck mal, Nur Heiliger Geist. die Definition, ich kann dir ja wie gesagt, meine Definition geben. Bei uns gibt es keinen Heiligen Geist, sondern Geist, Ruh, Ruh al-Qudus. Und dieser Ruh al-Qudus, Nochmal, Allah subhanahu wa nochmal, ta'ala hat bitte. uns gesagt, dass dieser Ruh al-Qudus ist, Jibril ist. Aber du bist ja mit unserer Erklärung sowieso nicht einverstanden. Verstehst du nicht, was ich sage? Ich verstehe schon, was du sagst. Du willst Nein, eine nein, nein, Erklärung, nein, du eine verstehst mich gar nicht. Definition. Du verstehst mich nicht. Weil würdest du mich verstehen, dann würdest du wissen, worauf ich hinaus möchte. Ja, ich habe schon verstanden. Du willst die Definition von Heiligen Geist. Von der Heilige Geist laut ihre Bücher und laut Theologen von heute. Damit ich daraufhin antworte, der Heilige Geist ist ein Spirit, ein. Aber ich kann dir den Heiligen Geist nur genauso wie unsere Glauben das uns erklärt hat. Okay, aber du weißt schon, dass Heiliger Geist vom Christentum stammt, das weißt du. Wenn wir von Heiliger Geist reden, dann der Heilige Geist ist von alle Reli bei aller Religion kommt vor. Was? Bei aller Religionen, auch in Judentum, ist Heiliger Geist kommt vor. Ja, also wie kann es dann sein, dass es bei euch im Koran dann vorkommt, Heiliger Geist? Wer ist denn der Heilige Geist dann? Der Heilige Also Geist? soll ich dir die Definition sagen? Heiliger Ganz. Geist sind die drei Faltigkeiten. Okay? Und das sind? Ganz kurz, ganz kurz. Und das sind? Die drei Faltigkeiten sind Vater, Sohn, Heiliger Geist. So, ist jetzt Jibril Vater, Sohn, Heiliger Geist? Garantiert nicht. Und das ist auch von Ja, dir falsch aber erklärt. wie kann es dann sein, dass die Gelehrten sagen, Heiliger Geist ist Jibril? Jibril kann doch kein Leben einhauchen. Jibril kann doch keine Toten auferwecken. Woher willst du das wissen? Hat Mohammed Tote auferweckt? Weil Hat er er hat ja nicht? von. Aha, ja, also ist er dann wirklich der Heilige Geist? Bist du sicher, dass er der Heilige Geist ist? Das ist ja genau das, was ich dir am Anfang angesagt habe. Die Definition, guck mal, ich rede kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, bitte. Der Ja, du hast Heilige jetzt halbe Geist, der Stunde Heilige geredet, darf ich Geist. jetzt auch was sagen? Ich habe dich die ganze Zeit reden lassen und war ruhig. Ja, Ich will dir nur. deswegen, guck mal, du lachst und du sagst was nicht stimmt und wenn man darauf reagieren will, willst du nicht. Guck mal, jeder Prophet kommt von Gott, kommt mit seinen Wunder. Das sind Wunder, mit Gottes Permission erlauben, passiert sowas. Selbst Jesus in der Bibel hat gesagt, das kommt nicht von mir, sondern von meinem Vater, oder nicht? Okay, darf ich reden? Natürlich. Okay, nochmal, ich wiederhole mich nochmal. Ja. An 200 Leute, die hier drinnen sind, jeder kann das nachlesen. Heiliger Geist kommt vom Christentum und nicht vom Islam. So, das Wort Heiliger Geist ist sogar kopiert. Ja, und Heiliger Geist ist auch kein Jibril. Heiliger Geist sind die drei Faltigkeiten. Das heißt Vater, Sohn, Heiliger Geist. In Sure 2, Vers 87 wird Isa mit dem Heiligen Geist gestärkt. Das heißt Vater, Sohn, Heiliger Geist wird er damit gestärkt. Somit findet sich hier in Sure 2, Vers 87 die Trinität, kommt sogar davor. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das ist die Definition. Wenn wir nur das Wort Heiliger Geist rausnehmen, ist die Definition Heiliger Geist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das sind die drei Faltigkeiten und kein Jibril. Jibril kann doch kein Menschenleben einhauchen und sagen, hey du, erwache jetzt von dem Toten. Also willst du mir jetzt sagen, Issa wird von einem Engel gestärkt oder wie? Wird jetzt Richtig. Issa von einem Engel gestärkt oder wird Issa von Allah gestärkt? Von den Engeln gestärkt. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Engel zur Verstärkung vor Jesus geschickt. Aha, aber bist du dir da ganz, ganz sicher? Weil Allah will ja mit seinen Propheten ja selber in Kontakt treten. Warum schickt er einen Engel? Allah subhanahu wa ta'ala redet mit dem Propheten Weißt du, was nicht die Bibel direkt. für eine Antwort hat? Weißt du, was die Bibel für eine Antwort hat? Die Bibel sagt, ja, Ja. wenn ich einen Propheten ernenne, möchte ich Gesicht zu Gesicht durch Treue. Hallo, bist du noch da? So, jetzt hört man mich? Ich habe dich leider nicht mehr gehört, deswegen. So, jetzt hört ihr Jetzt mich? höre ich dich. Genau. Also, in der Bibel steht drinne, ja, wenn wir jetzt zurück zum Thema kommen,
Oh, okay. Ich glaube, ich habe da jemanden, der will was sagen. Und zwar, wenn wir laut der Bibel gucken, sagt die Bibel selber, ja, wenn ich einen Propheten ernenne, möchte ich Angesicht zu Angesicht oder ihn einen Traum schicken, ja, und mit ihm kommunizieren, damit er weiß, dass er von mir die Nachricht empfangen hat und nicht von einem Engel. So, jetzt fragen wir uns, weil du sagst ja, Jibril ist der Heilige Geist. Okay, nehmen wir das mal so an. Wo Mohammed aber aus der Höhle weggerannt ist, warum wusste er nicht, wer das war? Warum wusste das Waraka? Waraka war aber nicht dabei. Also wie kann es sein, dass alle sagen, das war der Jibril? Wenn aber Mohammed aus dieser Höhle rausläuft und nicht mal wusste, wer das war. Okay, jetzt bist du ja, wie du gesagt hast, bist du ja vom Thema weg. Nein, nein, wir reden immer noch vom Heiligen Geist. Du Wir bist. wollen ja beim Thema bleiben, weil du sagst ja, Heiliger Geist ist Jibril. Okay, ich nehme das an. Alles gut, kein Problem. Ich sage jetzt einfach mal ja, okay? Weil ich glaube, die Dreifaltigkeiten oder die Definition von Heiliger Geist, das versteht ihr sowieso nicht, ist aber auch kein Problem. Alles gut. Ich nehme das jetzt einfach mal so an. Aber wenn wir sagen Heiliger Geist, ja, dann ist doch Mohammed doch aus dieser Höhle weggerannt, ja, als dieser Engel ihn dreimal an der, an der Brust drückt und sagt, zitiere, sag, Ikra, dreimal und rennt weg. Aber warum wusste Mohammed nicht, wer das war? Die ist ja nicht weggerannt. Warum erzählst du sowas? Die ist nicht weggerannt. Der ist Ist er erst zu nicht, ist er seiner nicht aus der Familie Höhle, ist er nicht aus der zurückgekehrt. Höhle gerannt mit voller Angst zu seiner Frau? Der ist erst zurückgegangen, zu seiner Familie Genau. zurückgegangen, als er schon die Nachricht bekommen hat. Und stell mal vor, du wirst an seine Stelle. Was wird dir passieren? Aha, also ein Ein Engel, Mensch, der der nicht, ein ein Mensch, darf ich jetzt reden? Ein Mensch, der nicht lesen und nicht schreiben konnte, kann auf einmal, wie du sagst, in eine Höhle, auf einmal kommt ein Engel, von dem man nie gehört hat, und erzählt ihm sowas. Natürlich ist es ganz normal, das ist der menschliche Verstand unter Schock. Okay. Nachdem er die Nachricht bekommen hat, ist zu seiner Familie gegangen, zurückgegangen und hat erzählt, genau erzählt, was er bekommen hat. Okay, Moment, Moment, ganz kurz. Eine Sekunde. Rob, my brother, are you there, my brother? Hello, brother. God bless you. God bless God everybody. bless you. Please, 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 Rob. Please, please, please. I beg you in the name of Jesus. I am very tired. You're maximum, you're the boss here, okay? So please explain him what means the Holy Ghost, because in Surah 2, verse 87, we can read that we have the Holy Ghost is mentioned here. So Isa gets the power from the Holy Ghost. So please explain him who is the Holy Ghost, because they say the Holy Ghost is Jibril. I say, so do you want to tell me that Jibril is Father, Son, and Holy Ghost? And he says, no. So I said, so how come? So please explain him who is the Holy Ghost in Arabic, because he doesn't understand me. So please go on, Christian. Who is the Muslim brother, the one who spoke The to you? BND drizzle with the Palestinian flag, Okay. please. You, I, Okay. I'm gonna take a Brother who break. speak I'm English, gonna right? I'm gonna I'm gonna take a break. Please, you take it. You take it, brother. Tamam, brother. The brother with the Palestinian flag, you speak English, right, brother? It's better to speak in Arabic if you are Arab. Yeah, but the audience do not know Arabic. Maybe Arab No, know no, it Arabic. doesn't matter. It doesn't matter, Rob. Speak in Arabic. It doesn't matter. Go on. No, Go I on. want to keep it English so that people can understand what we talk about, I brother. will, I will translate it later for them in the next stream. It's okay. So just speak Arabic. It's all fine. No. No, I want everybody to understand, brother. You know, Okay. All so right. All he right. told you to speak in Arabic. My Arabic, it's my mother language. Okay, Yeah, but you know, Rob. Yeah, You know, Rob خلينا is نحكي انجليزي better. عشان العالم يفهمه يا حبيبي. يا Yeah. حبيبي العالم كل العالم اللي هون كل العالم. أنا متأكد إن كل العالم اللي هون تحكي عربي. يعني عن جد أنت عم تحكي جد؟ 183 شخص يحكوا عربي؟ لا أكيد. كترت يا حبيبي. Okay. Here, So Pablo says no Arabish, please. No Arabischer, please. so Lord says English. Oh my God says English. Auf English. So do you want me to understand, or you want Yeah. just
The host asked me a question about the ruh, right? Ruh, who is the ruh? Can you tell me who the ruh is in the Quran? I told you already. Who? I told you already who is the ruh in the Quran, from the Quran himself. Mm-hmm. What does the Quran say about the ruh? So you go to Surat Maryam. Aywa. You go to Surat Maryam. I go, yeah. And you take the verse 19. 19 or 90? 19. 19, okay, 19. Yes. Okay, beautiful. Surat Al-Baqarah 19? No. Surat Maryam. Oh, Surat Maryam. Oh, okay. Yes. Okay, you forgive go me, brother. You go from verse 15 to 19. Mm-hmm. Okay. Brother, is the host here, Flex? Are you there, brother? So can I read that in Arabic yes. for you? Sure. If you don't find it. Mm-hmm. Can I? Yes. Go ahead. So. فاتخذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ثقيا. Okay. أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Okay. حلو. When الروح in... where are you done, brother? I don't want to interrupt you. I'm done. I just mm-hmm. want to say that because mm-hmm. Ruh in Islam yes. is Gabriel alayhi salam. Okay, beautiful. I don't. Are you done, bro? I'm done. You can talk. Okay, beautiful. By the way, I speak six languages. I don't have any problem to talk to you in English. Yeah, no problem, brother. God bless you, brother, and I hope you will learn more languages because every language is a gain, as we say in English. It's a good to learn English. I love languages. I love languages myself. I speak six languages too, and I'm learning the seventh, which is German, as we speak. I'm learning German slowly. Ich spreche ein bisschen Deutsch, but mein Deutsch is nicht so good. Ist kein Problem. Yeah, ist egal. So yeah, it's good to learn languages. And by the way, I'm not from Germany. I don't live in Germany. I don't live where you think I live. I'm just, you know, because languages is my expertise. When I hear a language, I learn very quickly. So I learn very, very, very quickly. So glory to God. Good so guys, about this topic, who the ruh is in the ayahs. So you gave me chapter 19 and you started reading from ayah 17 to 19, beautiful, right? Beautiful. And you say, according to the Quran, the ruh is Jibril, صح? Yes. Okay. But brother, when your prophet was asked, what is the ruh? He said, I don't know. Did you know that? I know that. Okay, so if your prophet didn't know, how do you know that Jibril is the ruh? But can I answer you? Yes. So, this is a question you are asking. Mm-hmm. The Prophet, when he asked Ruh, he was talking about the soul, or not about Jibril, not about the Ruh, about what we're talking now. Wait, soul is Ruh? The soul, the Ruh, the Ruh. Ruh is soul? Mein Ruh, dein Ruh, und der Ruh allgemein. Ruh, this. Habibi, I'm going to ask you a question. Soul is Ruh? Ruh. Soul is ruh or is soul spirit? What is the difference between ruh and nafs? You're confusing ruh and nafs with together, brother. No. Ruh, when the Prophet was asked Habibia. About the ruh, he wasn't. You made a mistake. You made a mistake. Ruh is not soul. Ruh is spirit. Nafs is soul. صح? Nafs is soul. Ruh is spirit. Don't confuse the two. You made a mistake, brother. Okay? I'm not making mistakes. I'm telling you. So, what do you mean you didn't make a mistake? So you think ruh means soul? When the Prophet was asking,
was asked about the ruh, because you said the Prophet, he doesn't know. Forget about that for a second. Forget about that. We're going to talk about that. Okay. But you just said the ruh means soul. That's not true. You made a mistake. Ruh is spirit. Nafs is soul. صح? Nafs is soul, but ruh in Arabic is also no soul. No, Habibi, no. Then you don't know Arabic, Habibi. Okay, I don't know. Ruh here, ruh is the spirit. Soul is nafs in Arabic. You know that, bro. Come on, you know Arabic. في فرق بين الروح وفي فرق بين النفس. الروح مش هي النفس والنفس مش هي الروح. فهمت؟ مرادف الروح؟ روح هو 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 spirit. مرادف الروح في اللغة العربية. إذا أنت بدك تقول إنه جبريل إذا بدك تقول إنه جبريل هو النفس فرجيني الآية وراح أقول لك إن جبريل هو النفس أنا قلت لك راح أنطق الشهادتين لا أنت سألت إيه لا تخربط لك يعني يا حبيبي لا أنت اللي عم بتخربط أخي أنت إحنا بنحكي في شو خربط بس قل لي شلون خربط يا حبيبي أنت ما بتعرف الفرق بين النفس والروح ما بتعرف أخي شوف أنت سألت Good. You don't know the difference between soul and spirit, brother. Even in Arabic, you don't know. In Arabic, ruh can mean soul brother, and can mean also the nafs. Habibi al-ghali. I need that. Habibi. إذا واحد يسوي خطأ مشكلة خطأ خلي يكون صريح مع نفسه أنت سويت خطأ حبيبي. أنا صريح معك مشان هيك بقول لك أنت لأنك تم سؤال محمد عن الروح يا بندر رح أقول لك يا بندر أنا أخطأت I made a mistake You made a mistake You said the spirit is the soul That's not true brother Spirit and soul are two different things okay? I was trying to explain you But you made a mistake in the explanation It's okay yes. بس أنت فهمت علي شو بدي أشو شو قصدي لا يعني. ما فهمت عليك لو أنت خربط حبيبي لا والله ما خربط انت فهمت وعارف يعني اذا ما خربط لكان قدام العالم كلهم قل انه الروح هي النفس يلا تفضل ما انا قلت لك انا بقول لك انت قلت لما سئل محمد لما سئل محمد عن الروح اوكي الروح هي النفس لما سئل محمد لان موجوده في القران يسالونك عن الروح هي النفس قل الروح من امر ربي حبيبي بس دقيقه الروح هي النفس روب نو No. Rob, I have a question. Do you want to debate two Sunnis? Bandar is not Sunni? There's one guy Bendris, wants to come up. Bendris. I think he's a Sunni. Ibn Idris had his name. Bendris. Brother Flexa Habibi, he doesn't want to admit that he made a mistake because he said that the ruh is the soul. You know what, Rob? He's making mistakes the entire time. I'm trying to correct him, but he doesn't want to accept. Yeah, he doesn't accept that he makes mistake. He doesn't want to admit that he makes mistake. Yeah. Because Shade Bidris. Brother Flexa. Wallah, Shade Bruder, weil das Problem, er benutzt, er nimmt immer die Worte, was er braucht, und dreht okay, die okay. It's okay. It's gar kein Problem. Flexa, no problem. Let me say something, please. He said in English... So in Arabic, he said that the ruh is the nafs. Nafs is not ruh, and ruh is not nafs. Spirit and soul are two different things. Even in the Arabic, spirit is not ruh, spirit is not nafs because nafs is soul. Did you catch it? Two different things. Yeah, absolutely. I agree and with you. And he doesn't want absolutely. To admit his mistake. I know. I correct him. Look, I corrected him many times, but he said, no, that is just my view. I said, no, I'm trying to teach you. And he still doesn't want to accept. I said, okay, all right. No, here's the thing, guys. The ayah that he talks about, chapter 19, ayah 17 to 19, Surat Maryam. Wait, one second. Dina, du musst nochmal eine Anfrage schicken. Ne? Also wenn du hochkommen möchtest, musst du eine Anfrage. Bidris, ich habe dich nicht gekickt, du musst nochmal eine Anfrage schicken. Dina oder Idris muss nochmal eine Anfrage schicken. Brother Flexa, sorry. Can I refute him also about what he said? Yeah, sure. Allah sent Jibril. He said Allah sent Jibril. That's not true. Give me the screen, brother. I know. Let me show you why it's not true. Because nowhere in chapter 19, ayah 70 to 19, is it say that Allah sent Jibril. Nowhere. Nowhere, I know. This is just their imaginations. I know. Yeah, give me the big screen, make me big, brother, like Allah. Okay,
I want to I'm gonna one. mute I'm gonna mute myself, my brother, yeah? Okay, Habib, but make me big, yeah? Thank you. Look, guys, this is the problem. Even Arabic-speaking Muslims make mistakes. You know, when you know Arabic, doesn't mean that you have the truth. Look, it's talking that Allah send his ruh. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. He became a perfect man. Who? The ruh. So the ruh, the spirit of Allah, became a perfect man. In the Quran, nowhere it says that the ruh that Allah is sending, the ruh is the spirit, that it is Jibreel. Nowhere. That's his interpretation of the ayah. And false English translation between brackets. Angel Jibreel. Show me where it says Angel Jibreel. So this is false translation by Muslims, like always. So Allah says he sent his ruh. Allah did not send, I send Jibreel. The ruh of Allah became a perfect man. A perfect man. Right? That's what it says. And then the same ruh of Allah, the spirit of Allah, talking to Maryam, saying, I am indeed sent by your Lord to give you a perfect holy son, Isa. Where does it say Jibreel? Nowhere. So my challenge is, show me one ayah or an authentic hadith from Muhammad where he says that Jibreel is the ruh. Muhammad in the Quran says, I don't know what the ruh is. Only a small knowledge is given about the ruh. So Muhammad, guys, Muhammad didn't know what the ruh was. He didn't know what the spirit was. When he was asked by the Meccans, the Meccans asked him three questions. What is the ruh? What are the three youths? And what is Dhul Qurnayn? Who or what is Dhul Qurnayn? He failed all three questions. I talked about it moments ago on a different German live stream. Brother Obanda was there. He invited me to talk. We showed you that he failed his Jewish Meccan exam. He didn't know what the spirit was. Muhammad did not know what the youth are. That is talking in the book of Daniel. And also what or who or what the book of Daniel in chapter 8 is talking about Dhul Qurnayn, the two horns, which are the two kings under one empire. Muhammad made all kind of mistakes and he fell for the Jewish trap. Bender. Akhi. Habibi, tfadda. Wallah, inta ma baddak tfham aslan. Ya Habibi, farjini ayah. Show me one ayah. Just one ayah. وريناك الآيتين والأخ إسلام قبل مني قبل ما تيجي. أيوه. شرح لكم الموضوع. أعطيني آية يا حبيبي أعطيني بس آية. المشكل إن القرآن. لو الواحد أخي هسا أنا تركتك تتحدث مثل ما بدك. إيه بس أعطيني آية تقول إنه جبريل هو الروح. أخي وريني شوف أنت أصلا عندك الكمبيوتر طلعت المعلومات وطلعت جبريل قلت وين جبريل يا حبيبي قلت وين جبريل طلعت لما طلعت الشرح شو كان جبريل بالإنجليش في على اليمين حبيبي هذا مش بالعربي وين بالعربي قلت أيوة جبريل Where is جبريل here? This is false translation this part look Can I talk or not? Brother, you can talk, but this part, look, this is false translation. So false. That's exactly what I wanted to say. You said East wrong. Just because it's not exactly what you want to hear, so you said it's wrong. No, it is wrong because it's not in Arabic. We don't take our Okay, question Habibi. Is this bid'ah? Just a second, is this bid'ah or no? Be honest. Is this bid'ah? It's not bid'ah. It's not bid'ah? Playing with the Quran is not bid'ah? Jibreel, this is the explanation. Ha, so you corrupt the Quran by putting explanation in the this, Quran, right? This one, it's explanation. This is so you're doing bid'ah. This is a tradition. Okay, tamam. Can I play with the Arabic Quran and put here Jibreel? Here, can I put Jibreel here?
You played also with your own book. Habibi Ismani, بس جاوبني. You, play, can you I, played with can your I, own can book. Can your I book take the was Arabic written Quran? 300 listen, years listen, after, listen. after Jesus. بس حبيبي اسمعني اسمعني. انت ما بتسمع بس خليني انت احكي. انت ما بتسمع يا حبيبي. انت can حكيت I take ساعة. the Arabic? Can I now take the Arabic? اخي can I take انت حكيت Arabic الساعة على and put here 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 the name of Jibreel here. Can I do that? Am I allowed? لا. Or is that tahrif? It's not allowed. This is It's not allowed. So why do you allow it in the English translation? This is tradition. This is هذه ترجمة. This is تحريف. Say it. It's تحريف. هذه ترجمة. This is corruption. Corruption no. of the Quran. No, be honest, Habibi. Honest. Be once in your life, one time only in your life. بس مرة بالحياتك. كن صريح. هذا اسمه تحريف. لا لا هذا مو تحريف. This is corruption. هذه ترجمة أخي. معناتها الترجمة تحريف يا حبيبي. This translation is corruption. All of it is corruption. No, no, you are wrong. Just because you don't agree with that, it means it okay, doesn't okay, mean يلا. It's wrong. Let me take this. Look. Wait one second. One second. Idris oder Bidris. Ja. Ganz, also es ist nicht böse gemeint, aber jeder hier drinne weiß, das ist ein komplettes, das ist ein K.O. Aber du willst es nicht annehmen. Mein Gott, es ist kein K.O. Das ist ein heftiger K.O. Nee. Oh mein Gott. Garantiert nicht. Das Problem. Oh mein Gott. Okay, okay. Christian, I give it back to you because he doesn't want to answer. I give it back to you. Yeah, bro, he just said, everybody heard him. If I take this part and I translate it to Arabic, Al-Malak Jibril, Angel Jibril, Al-Malak Jibril, peace be upon him. On him. Sallallahu alayhi wa sallam. I take this and I put it here in the Arabic. Alayhi salam, mu sallallahu alayhi wa sallam. Okay, alayhi salam. Yalla, I put it here. Alayhi salam. Can I put it here? Here between Ruhana or after Ruhana, can I do that? أنت بتفهم عربي ولا ما بتفهم؟ Can I do that, ya habibi? Can I take this and put it here in the Arabic? Can I? أخي, هذا قرآن. Yes or no? Habibi, yes or no? Can I do that? تسمح لي انه احط اسم جبريل هون عليه السلام can I do that yes or no be honest no answer you see that you know it's corruption guys be honest. English translation German translation ممكن احكي ممكن احكي ممكن احكي حبيبي اكو 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 يا اكو ممكن احكي؟ يا اكو يا حبيبي. Darf ich jetzt reden oder nicht? Mute him, Edmonds. Can you mute him, Edmonds? Uff. Fix your mic, Habibi. Fix your mic. Uff. My ears. Guys, he doesn't want to admit that the English translation, German translation, Chinese translation, everything here on the right. Any translation. Pick any translation, guys. Anything here. German, Chinese, everything is tahrif, corruption. Why? Because they will change. The Arabic doesn't speak of Jibril. The Arabic doesn't say angel. Ya Habibi, go down, come so down. So you want to talk alone. Angel. Ya Habibi, go down, come down. Flexa, brother, send him down and bring him up again because his mic is messed up. Any other Muslim? I mean, this is a waste of time, man, to be honest with you. All right. The funny thing is, guys, Muhammad in the Quran, when he's asked, what is the ruh? He said, I don't know. Today, Muslims like Bender or Idris, whatever his name is, he knows better than his prophet. Muslims of today, they know better than Muhammad. Did you know that? Muhammad did not say in the Quran what
the ruh, the spirit is. He said, I don't know. Only small knowledge is given to me. Let's see if we can put it on the screen, guys, for everybody to see. Give me a second here. Let me show you that Muhammad did not know. Muhammad, he did not know. Muhammad did not know. أخي ممكن أحكي؟ تفضل حبيبي تفضل. أخي شوف إذا الواحد ما بده يفهم فصعب إنك تفهمه. صح. فهمت علي؟ شوف أنت بتقول محمد قال إنه ما بيعرف. ما بيعرف لا النبي ما كان يعرف. أخي ممكن أتكلم؟ تفضل. لو كنت قريت القرآن صح كنت فهمت إني مو محمد اللي عم بيتكلم بس الله سبحانه وتعالى هو اللي عم يتكلم. هاي نفهم هالشيء. تفهم هالشيء. لأن الله سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح. أيوة. قل الروح من أمر ربي. شو معناته؟ What does it mean? الله سبحانه وتعالى This is Alice in Zainhan من أمر ربي. أيوة. What does that mean? Can you translate? I already translate in German for the people. Translate. Okay, translate. The ruh it's from God. The ruh is from God. الروح من أمر ربي. Okay. فأنت جايب ترجمة القرآن وبتقول ليش هون موجود جبريل وهون مو موجود؟ لأن في القرآن مو موجود اسم جبريل لأن المسلمين عارفين بيعرفوا إن الروح هو جبريل أيوة. عليه السلام الروح هو جبريل؟ أيوة أنت لما بدك أنا لما بدي أتعلم شيء على أي ديانة بروح عند علماء هاي الديانة ولا بروح عند علماء ديانة تانية؟ حبيبي أفرجيني من القرآن وين جبريل هو الروح يلا فرجيني لا لا هلا ما فرجيتني تفاسير كل التفاسير المعتمدة في الإسلام أيوة معناتها المفسرون يعرفوا أكثر من محمد صح؟ هو القرآن كتاب سماوي ولا كتاب علمي؟ ما بعرف إذا بدنا نشرح كل كلمة هيك لازمنا كتاب فيه 100 طن معناتها لما when الله said this book ممكن سؤال لإلك؟ حبيبي بس دقيقة معناتها لما الله قال this book is clear قرآن مبين this is a clear book Allah made a mistake صح؟ For the Muslim it's really clear really But for you, because okay, you don't believe in, because okay, you okay, don't want to believe said? In, it's yeah. not clear. Okay, beautiful. So the Quran is for you is clear, right? Yes. Now I'm going to make you eat your words. Okay? Ya Allah. Chapter 36. Let's see. He said, guys, everybody heard? Everybody heard him. He said the Quran is clear for the Muslims. Beautiful. Chapter 36, Ayah 1. Tell me, what is Yasin? Yalla. بدنا نغير الموضوع بس مو مشكل. You said the Quran is clear. You said the Quran is clear. Yalla, explain Yasin. Yalla. What is Yasin? You said the Quran is clear. Maybe this is not clear enough. Chapter 2, Ayah 1. Alif Lam Mim. What is Alif Lam Mim? Yalla, Habibi. What is Alif Lam Mim? المسلمين عارفين كتابهم من غير ما من غير ما You said the Quran is clear and everybody heard you. What is Alif Lam Mim? Alif Lam Mim. Okay, what does it mean? الله سبحانه وتعالى بيبدأ بألف لام ميم مشان يبين للعرب إنه هذا القرآن مكتوب بلغة عربية فصيحة. Okay, شو معنى ألف لام ميم? You said the Quran is clear. Okay, so what is ألف لام ميم? ألف لام ميم معناته ما أنا قلت لك بس أنت ما بدك ما فهمني أنا أريد أفهم منك أنت قلت لي القرآن clear. شوف في كتير صور بتبتدي بمثل هاي حروف ألف لام ميم أيوة. ياسين مثل ما حضرتك بينت من قبل شوية أيوة. هذه
هذه علامات على أن القرآن عربي فصيح لكل لأي واحد بيفهم عربي. أيوة. هذه حروف الأبجدية العربية. ألف لام ميم. هذا مبدأ تفسير. أي مبدأ تفسير؟ ألف لام ميم هذه بابها أي تفسير؟ شو معنى؟ روب my brother. Rob, are you there? Brother, just a second. I am there, but just a second. Guys, okay. Guys, this is funny. When I asked him about the ruh, he said, we have to go to the tafsir to understand that the ruh is Jibreel. Now he's saying, this doesn't need any tafsir. I told you yeah, have, but you have, why are you laughing? You have your computer off there. Can you go to the tafsir? Yeah, I can go to the tafsir, no problem. But what do you think this means? What does it mean? لأني أنا عربي بقول لك هذه ألف لام ميم هذه شو معنى أنت؟ What is ألف لام ميم يا حبيبي؟ What is ألف لام ميم؟ ألف لام ميم حروف الأبجدية. Is this what is this food? What is this ألف لام ميم؟ بقول لك هذه حروف الأبجدية العربية. شو معنى أنت يا حبيبي؟ شو معنى أنت؟ شو What is Allah saying here? What does it Allah mean? سبحانه وتعالى. Allah says ألف لام ميم. أيوة Allah سبحانه وتعالى بيقول لك هذا قرآن مكتوب بالأبجدية العربية عشان تفهموه. بس أنت ما بدك تفهم. شو معنى ألف لام ميم يا حبيبي؟ أنا عم أنت أوكي أنا ما بفهم يا حبيبي أنا ما بفهم فهمني يلا I don't understand listen I'm a كافر I'm a Christian I'm a كافر لام ميم على عيني يا حبيبي على عيني أنت على عيني عن جد أنت على عيني والله أنت أنا ما بفهم I don't understand so you said the Quran is clear okay beautiful explain to a كافر like me what ألف لام ميم means go ahead I told you, I already ألف لام ميم هذه حروف الأبجدية العربية. Okay, شو معنات هدول الحروف العربية؟ معناتها أن الله سبحانه وتعالى بيقولنا أيوة. أنا بعت لكم هالكتاب بلغتكم المفهومة باللغة العربية المفهومة. من وين جبت هذا التفسير حبيبي؟ هذا تفسير شخصي. Okay, he said okay, this Rob, is personal Rob. Tafsir, his own personal tafsir. يعني نقدر نقول المفسر بدر إدريس. المفسر بدر. Rob, he knows that he got a TKO, but he doesn't want to accept it. TKO. There's no problem. Tyson, Muhammad Ali, TKO, huge TKO. Yeah. Yeah, this was original TKO, but it's no problem, Idris. It's no problem. Rob, my brother, I have to stop the live because there's some families here and I want to spend some little time with them. Are you there later, Rob? Yeah, brother. Can you give me 1 minute so to show that to Idris before you close, brother? Give me 1 second. Okay, no. Yeah, problem. Idris, ya habibi, ya Bandar Idris, habibi. أنا رحت أول مرة لسورة ياسين الآية رقم واحد. ياسين. If we go to the tafsir, you ask for tafsir. Sure, I'll go with you. Tafsir Ibn Kathir, سورة ياسين الآية رقم واحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان عن أفتر عن عنات ياسين بمعنى يا إنسان شو رأيك؟ كتير مني شو معناته الله هو طلع إنسان يا حبيبي هو يومن الله زي يومن الله عز وجل هذا فهمك أنت الله طلع إنسان ياسين means يا إنسان. He's a human. Allah is a human. الله خلي. هو بيقول. Allah is a human. Allah is a human. هو بيقول. If we go back to the tafsir, just a second, guys. يعني ها. Oh human. This is أداة نداء. وأنت بتقول. طلع حبيبي طلع. إنسان. بس دقيقة طلع. ابن كثير. طلع إدريس طلع. طلع إدريس. ابن كثير ياسين. Same آية. صح؟ 36 ayah 1 ياسين روح للتفسير ابن كثير لوك ابن كثير تفسير روح ننزل هون بيقول لك انه ياسين معنى يا انسان مثل ما فرجيتك يا انسان نزل تحت نزل تحت شو مكتوب هون طلع ايوه طلع ياسين عن زيد بن اسلم هو
huwa ism min asma Allah ta'ala. Ibn Kathir bishrahna anno Ibn Abbas qal ma'nata ya insan. Wahiya ism Allah. It's the TKO, name of Allah. TKO, nothing more to talk. TKO. So Allah is a human, habibi. Allah is human. Allah is human. Allah. Ya insan, tala human. MashaAllah. Allah tala insan. Bid Idris, you can leave Islam. Allah is human. Allah is human, habibi. MashaAllah. Ihr habt jetzt alle Muslime. Du bist, 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 du b
هسا النقاش مو صار يعني مو بقى لا حبيبي، نبيك بيقول لك انا مالي دخل. نبيك قال عنده شعر مجعد، لما طلعت على هون، شاب امرد يعني صبي حليو صغير، لما طلعت على هون he doesn't have a beard. Okay, I need to close the stream. I need to close the stream, Rob. We're gonna speak later. نسوي نقاش. This is your Rob حبيبي. انت هسا عم ادريس 1 second. هذا ادريس 1 second. Idris, 1 second. Please, Rob, can you give one of my mods, please, your contacts, because I need to ask you some questions, because I need to stop the stream now. Okay, who is the mod? Who wants to? Yeah. The mod, Marouche, kannst du bitte write the one so I can follow you, Marouche. Yeah, Marouche, bitte, Bruder, kannst du Rob bitte schreiben? روب. اخي روب شيل هاي الصوره لانك انت عم حبيبي انا عم بقرا لك الحديث، ليش انت انزعجت؟ اخي الحديث بيقول لك هيك I saw my lord in the image of a young man with curly hair يعني مثل مايكل جاكسون بالثمانينات اخي بس like احترم يا حبيبي عادي ممكن تبين الحديث مثل ما بدك بس انت عم تسوي مكري روب ماي براذر روب ماي براذر I have to stop the stream yeah Yeah, Marouche will send you a message, by the way. What is his name, by the way? Marouche, he will send you a message. I don't have him as a friend. wait, Marouche, can you please type on the chat one? Eine Zahl, eine one. There we go, Rob. Do you see him? Oh, yeah, okay. Let me add him. Okay, guys, so I have to stop. So, Rob, we're going to speak later, okay? All right. Have a nice day. Okay, guys. By the way, Muslims, you worship Allah. This is Allah. Yeah. God bless. Okay. Bye. Bye.